In der heutigen Folge versuchen wir die zweite Schlüsselkarte zu finden. Das Video habe ich wieder verräumt. Ich glaube, ein paar Kräuter können wir eigentlich auch wieder rüber schaffen. So zwei. Munition haben wir immerhin ein bisschen jetzt zusammen. Wir haben uns noch Spezialmunition hier erstellt. Die könnte unter Umständen helfen. Hoffen wir es doch. Gut, dann wollen wir heute ins Schlafzimmer der Eltern. Ich glaube nämlich, das ist der letzte unbesuchte Ort. Kann das sein? Weil hier ist kein Schlangenschlüssel mehr vonnöten. Unten ist halt immer noch diese Werkstatt verschlossen. Aber ansonsten Schlafzimmer der Eltern. Und ich glaube, das war's, weil im alten Haus sollte es keinen Schlangenschlüssel benötigen. Nein. Ja, dann wollen wir mal aufbrechen. Der letzte Raum in diesem Haus. Oder fast zumindest. Da ist noch ein Foto, aber jetzt haben wir, glaube ich, gesehen. Ach, das ist Evelyn. Okay. Können wir die hier kaputt machen? Hui! Kaputt gehen sie nicht, aber sie fliegen weg. Haben wir uns hier mal umgeguckt? Okay, aber hier gibt's nichts. Nun gut. Huch. Dann wollen wir mal Schlangenschlüssel rein mit dir. Und wir kommen. Natürlich ist die Oma jetzt hier. Wo sollte sie denn auch sonst sein? Na, Omi? Ist immer noch halb tot. Gut, dann schauen wir uns um. Oh, Brennkraftstoff, geil. Hey, die scheiß Oma, wieso muss die im gleichen Raum sein? Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Aha. Die müssten wir jetzt also einstellen. Da müssen wir uns zuerst angucken, was denn für eine Zeit da überall steht. Ist das Jack? Jack tritt den Marines bei April 1980. Ja, der war bei den Marines, ey. Wieder Kraut. Wir finden so viel Kraut, aber wir bräuchten mal flüssige Chemikalien. Ist nix. Oh, noch ein Dietrich. Können wir den brauchen oder nicht? Hier ist nix, oder? Nee. Können wir da hinein? Ja. Zu, die Tür. Ich will nicht, dass die offen ist. Noch mehr Kraut, meine Güte. Okay, hier sind ein paar Bücher. They killed him. Was gibt's da noch? So nichts, das man kennt, oder? Nein, sieht nicht so aus. Mhm. Da ist noch was. Schatzfoto, na toll. Hör mal, das ist ein Kopf auf einem Stahlgestell. Sieht fast ein bisschen wie hier aus. So hier irgendwie. Aber naja, ich weiß nicht. Ach, guck mal. Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Ach geil, noch mehr Objekte. Wie schön. Was ist das? Sieht wie was aus? Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Ach nee, du sagst für eine Waffe. Aber was für eine Waffe? Ach, warte mal, hier. Ja, dreh dich mal. Main House. Aha, die... Ach so, der Granatwerfer. Das ist der Granatwerfer. Hier wird gezeigt, wo der Granatwerfer ist. Ja, aber den haben wir schon lange gefunden. War jetzt auch nicht so schwer. Ah, was haben wir hier noch? Nix. Toll. Schon auch nichts mehr zu sein. Ach komm, also hier könnten ein paar Chemikalien schon rumliegen. Das wäre schon nett. Ja, dann ist dieser Raum ziemlich unnötig. Vor allem... für die Waffe da. Dietrich, können wir den noch irgendwo einsetzen? Das sind die Würmer, die so klingen. Dietrich, ja gut, vielleicht hier drüben, ne? Aber da nochmal rüber zu gehen, ich weiß nicht. Lohnt sich das? Gut, hier sehe ich auch nicht. Ah, da.
da brauchte man noch einen Dietrich. Gewächshaus, glaube ich, ist das, ne? Ja. Weiß nicht, ob ich da rüber gehen soll. Was meinst du, Omi? Na, du weißt es auch nicht. Hey, warte mal. Ah, das Bett wird sich also verschieben, wenn wir die Zeit einstellen, ne? Okay, schon begriffen. Wisst ihr was? Wir gehen schnell ins Gewächshaus. Ey, ich meine, ich glaube, das ist die letzte Dietrich-Stelle. Und wer weiß, Munition und so Zeugs können wir schon brauchen. Das stimmt schon. Deshalb, warum nicht? Vielleicht ist da ja noch was Besseres. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Vieh. Und da drin auch nicht. Müssen wir jetzt hier hoch? Ah, ja, da war das, okay. Und so hier hinauf. Hier scheint nichts zu sein. Hier war das, ne? Na komm, gib uns was Tolles. Flammengranaten, 2 Stück. Ja, das ist nicht schlecht. Die nehmen wir gerne mit. Gut, wir haben jetzt mehr Platz im Inventar wieder. Das ist super gut. Ich glaube, den Schlangenschlüssel brauchen wir nicht mehr. Den können wir weglegen. Die Flammengranaten legen wir auch weg. Weil die brauchen wir gerade auch noch nicht. Dann überlege ich gerade, ob wir noch irgendwas mitnehmen können. Aber gerade nicht. Flammengranaten weg, habe ich gesagt. Das Schatzfoto auch. Die suche ich jetzt halt einfach mal nicht. Schlangenschlüssel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Kräuter lege ich auch noch ein paar zur Seite. Und ansonsten haben wir halt nichts mehr. Diese Pistole können wir irgendwie immer noch nicht reparieren. Kurbel brauchen wir nicht mehr. Vielleicht soll ich den D-Serienarm mitnehmen. Ich mach das mal. Okay. Speichern. Dann müssen wir gucken. Die Standuhr im Wohnzimmer könnte uns die Zeit anzeigen, ne? Ansonsten weiß ich gerade nicht, wo Uhren sind. Ja, gucken wir mal danach. Ja, die Oma taucht jetzt vermehrt auf, ne? Das ist kein gutes Zeichen. Definitiv nicht. Gibt's hier auch eine Uhr? Hier gibt's auch eine Uhr. Das erkennt man nicht. Da ist nur ein Zeiger und der Zeiger ist auf der 10, glaube ich. Mal gucken, ob da drüben was ist. Ach Mann, scheiß Vieh. Hey Kumpel. Ist nicht mal getroffen, du Idiot. Ja, ein Schuss und es ist weg, Gott sei Dank. Hier sieht immer noch alles genau gleich aus. Ah, was gibt's denn hier noch? Ah ja, das haben wir, glaube ich, gesehen. Sonst gibt's hier, glaube ich, nichts mehr. Okay, gucken wir, was hier ist. Ah, hier erkennt man das schon besser. Okay. 21:45. Gut. Ich glaube, hier haben wir alles gefunden. Okay, 21:45 müssen wir einstellen. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Da, also ich weiß nicht, wie man da unten an die andere Kiste kommt. Ah, guck mal, da ist noch was. Ein Schuh. Toll. Doch nix. Zumindest nichts Verwertbares. Hinten vielleicht noch? Nein. Okay. So, wollen wir mal schauen. Wir haben schon noch genug Zeit für das, ne?
Ja, sind doch erst 10 Minuten durch. Dann wollen wir das mal einstellen. Omi ist immer noch hier. Ja, machen wir das besser so. Es geht schneller. So, perfekt. Omi, ich gehe da runter. Du bleibst hier, ne? Ich komme dann irgendwann wieder zurück. Vielleicht. Ja, okay, zurückkommen wird schwer. Na gut. Hier ist immerhin recht gut erleuchtet. Okay, wo geht's hier hin? Was ist das für ein Geheimraum hier? Hier ist aber nicht mehr erleuchtet. Alter, was ist das denn? Heilige Scheiße. Zugangskarte rot. Sehr gut, die haben wir. Verbesserte Pistolenmunition. Ja, schön. Noch ein paar Schüsse. Hier haben wir nachgeladen, das ist gut. Hier ist nichts. Alter, wie sieht das hier aus? Guck dir das mal an. Sehr schön. Okay. In diesem Regal ist auch nichts. Intrige. Ah, ist das die Werkstatt? Sehr gut. Wie kommen wir am besten wieder hoch? Geradeaus und dann nach rechts. Ja, das war klar. Scheiße, daneben. Okay. Ich hab dich gehört. Wow! Scheiße! Ach Mist, Pistole, Pistole, komm! Welche ist die Spezialmunition, Mist? Mann! Ach komm, Schrotflinte, lad nach! Okay. Reicht aber jetzt auch, Kumpels, ne? Welches ist hier die Spezial? Ich glaube, das hier ist die Spezialmunition, ne? Okay, wir haben beide Zugangskarten. Sehr gut. Dann wollen wir doch kurz mal gucken. Andere Zugangskarte sollten wir auch mitnehmen. Ja, Schrotflinte behalten wir mal. Messer behalten wir auch mal. Wir lassen es jetzt mal so, wie es ist. Ich glaube, ansonsten brauchen wir nichts mehr, ne? Wenn ich halt irgendwie die Waffen besser durchschalten könnte, dann könnte ich jetzt noch ein paar andere Waffen mitnehmen. Naja, wir lassen es mal so. Wir haben beide Zugangskarten. Das heißt, wir schauen uns den neuen Ort jetzt an. Speichern und los geht's. Die Omi ist zum Glück bis jetzt noch nicht böse geworden auf uns. Könnte aber immer noch der Fall sein. Oh. Ja. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Ja, ich komm ja schon. Wollte ich auch als nächstes tun, ey. Stress mich nicht. Ach nö, ey. Ja, komm. Weg. Kackgefühl, das ist einfach super stark. So, kann ich jetzt hier ein Kraut einnehmen? Ah ja, sehr gut. Dann holen wir uns noch einen Krautvorrat.
nehmen wir noch ein paar Kräuterchen mit. Bevor wir losziehen. Ach komm, nicht dein Ernst. So, das war schön. Kommen die denn jetzt alle her? Die fressen nur unnötig Munition. Wir haben 2 Kräuter, dann nehmen wir 3 noch mit. Oder 2. Ja, lassen wir es so, dann können wir noch 1 aufnehmen. Gut. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hoffe, ich bin bereit. So, okay, los geht's. In die Höhle des Löwen mit uns. Welcome to Paradise. Naja, ich weiß ja nicht recht. Zuerst die blaue, dann die rote. Die Tür ist offen. Hallo? Schön festliche Dekoration. Was geht hier ab? Let's play. Aha, okay. Du, das hast du wirklich schön eingerichtet hier. Ich muss schon zugeben, das gefällt mir. Oh je. Sieht nicht gut aus. Okay, was passiert hier? Ja, sag ich doch. Lauert da der nächste Bosskampf. Aber haben wir dafür noch Zeit? Ein bisschen haben wir schon noch. Na, schauen wir es uns mal an. Findet man auch nichts mehr, ey. Okay, wo bist du, hä? Oh, noch ein Kräutchen, siehste? Hab ich extra einen Platz freigelassen. Oh Gott. Eine Bombe oder so. Männerkraftstoff. Warte mal, könnte nicht hier deine Schatz sein? Da müssen wir unten lang. Ich will ja nicht in die Luft gesprengt werden hier. Ja, da ist noch eins. Darauf fall ich nicht rein. Pistolenmunition. Ja, soll ich zu der normalen wechseln? Erstmal schon, komm. Okay, hier geht's weiter. Ja, ja.
weitere solche Fallen aufgestellt, was, mein Freund? Das macht dir Spaß, ne? Aber damit kriegst du uns nicht. Damit kriegst du uns nicht. Das sieht schon blöder aus da vorne. Reparatursatz. Aha, damit können wir die andere Waffe reparieren. Cool. Frage ist jetzt, ob ich hier durchkomme. Ist mir knapp. Ah! Na, das hat nicht funktioniert. Wie viel Leben haben wir noch? Rot. Toll. Kann ich nicht mit dem mixen, nee. Immer noch rot. Immer noch. Grün. Okay, 3 Stück braucht es. Ja, lief jetzt nicht so gut. Kiste da ist auffällig. Ah, Brennerkraftstoff, sehr gut. Das ist noch eine Kiste. Liegen halt ein bisschen komisch drauf. Boah, ich wusste, dass er mit sowas kommt. Scheiße. Und schon haben wir keine Kräuter mehr. Na, ganz toll. Können wir nicht hoch, ne? Nee. Ja, dann müssen wir hier lang, aber wir haben... Wir haben keine Heilung mehr, ne? Das ist blöd. Kann ich auf das Kabel schießen? Nee, auf das Kabel nicht. Aber hier müsste ich was treffen, oder? Ja. Hätte ich halt beim vorherigen auch tun sollen. Naja. Das ist ein Speicherraum hier? Na, no, nicht ganz, aber es gibt die Kiste, damit wir uns nochmal rüsten können. Wo ist die defekte Pistole? Defekte Pistole, wo bist du? Da! Kombinieren mit dem Reparatursatz. Eine relativ kraftvolle Pistole. Sie ist in einem schlechten Zustand, aber scheint noch brauchbar zu sein. Jetzt stärker. Warte mal. Aber die gleiche Munitionsart, oder? Ja, ist die gleiche Munitionsart. Okay, sehr gut. Dann nehmen wir die mal mit. Die hier hat jetzt noch Munition drin, kann ich. Die kann ich aber nicht rausnehmen, okay. Gemeinheit. Ja, Frage ist. Wenn ein Bosskampf kommt, ne? Dann rüsten wir jetzt lieber den Granatwerfer aus. Zack. So, da haben wir da 3 Flammengranaten. Das klingt sehr, sehr gut. Ah, die Kräuter sollten wir vielleicht auch mitnehmen, ne? 2 Kräuter. Wow. Ja, das ist nicht so gut. Mag-Munition. Ach, braucht die Mag-Munition oder was? Nee, oder? Nee. Nee. Dann können wir die ja weglegen. Pistolenmunition. Ja, schöne Waffe. Aber hier gibt's sonst nichts mehr, ne? Oh, nö, wir sind hier, wo er die Geburtstagsparty gefeiert hat. Na, ganz toll. Ja, es kann ja was werden. Gut, Leute, das versuchen wir dann erst in der nächsten Folge von Resident Evil 7. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Bis dahin, tschüss.